Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Hier dreht sich alles um das langfristige Investieren, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Das Ganze wird jetzt noch ein bisschen einfacher als zuvor, nämlich auch weniger zeitintensiv durch ein neues Feature im Aktienfinder selbst, und zwar durch den sogenannten Preisalarm. Und den stelle ich jetzt einfach mal kurz vor. Der Aktienfinder hilft beim Investieren in zweierlei Hinsicht. Das eine ist, er macht Qualitätsaktien sichtbar, indem er das langfristige Gewinnwachstum sichtbar macht. Das wären ja die Kennzahlen hier im grünen Bereich quasi, Stabilität des Gewinns und die Zuwachsraten und auch des Cashflows. Und wenn man hier zum Beispiel 3M sieht und dann hier 0,97 und sich das dann mal hier in dem Chart anschaut, sieht man, dass man hier eine schöne Gewinnentwicklung hat, die von links unten nach rechts oben läuft. Das ist da quasi der Gewinn pro Aktie. Und auch beim operativen Cashflow, dann das Gelbe hier, ist das gleich. Also hat er auch ein sehr positives Bild. Und es wird eben in diesen Kennzahlen ausgedrückt. Stabilität Gewinn, Stabilität Cashflow unter anderem. Wenn wir dann uns eine andere Aktie anschauen, wie zum Beispiel die Aralbank hier, da sehen wir eben, dass die Werte deutlich schlechter sind. Eins ist der Maximalwert. Und Minimalwert wäre minus 1 und je höher, je besser. Und hier 0,5 ist dann deutlich schlechter. Und das sieht man dann auch hier, dass die Gewinnentwicklung sehr unstetig ist und nicht so schön steigend verläuft, wie es jetzt beispielsweise bei 3M ist. Und der operative Cashflow hier ist plus minus 0, leicht negativ sogar. Und dann sieht man hier eben auch, dass wir hier gar keine klare Richtung haben, ob er jetzt steigt oder fällt. Das ist das langfristige Gewinnwachstum, was sichtbar gemacht wird und was die Basis quasi jedes erfolgreichen langfristigen Investierens darstellt. Man muss solche Aktien finden, eben wie jetzt am Beispiel von 3M gezeigt. Und dann haben wir noch eine zweite große Geschichte im Aktienfinder. Das ist die Bewertung. Im Aktienfinder werden unterschiedliche Fair Values ja berechnet. Das wäre dann hier unten und auch hier links als vorbereitende Kennzahlen quasi für die fairen Werte. Und von der Vergangenheit bis in die Zukunft werden faire Werte bestimmt. Und das ist die zweite große Geschichte im Prinzip, die der Aktienfinder leistet. Wir haben dann noch andere Dinge, die ebenfalls für die Bewertung herangezogen werden können, wie hier die relative Dividendenrendite. Hier haben wir auch das Beispiel von 3M. Und da wird dann einfach quasi die aktuelle Dividendenrendite verglichen mit der historischen Dividendenrendite und dann hier auch eine Kennzahl ausgerechnet. Das ist aber nicht so genau wie die faire Wertbestimmung. Insofern, ich würde dann die Fair Values vorziehen. Dann wieder zurück. Und das sind schon große Leistungen, die der Aktienfinder vollbringt. Jetzt haben wir allerdings, sage ich mal, ein Problem bisher gehabt. Und zwar, die Börse hat die Angewohnheit, die Preise einer Aktie laufend zu verändern. Und ich nehme das Video jetzt im Dezember 2018 auf und da haben wir jetzt einen sehr, sehr volatilen Markt erlebt. Es ging sehr stark nach unten, teilweise auch sehr stark wieder nach oben als Gegenbewegung. Und da waren Indexunterschiede oder Indexschwankungen innerhalb eines Tages von 3% und mehr keine Seltenheit. Und bei Einzelaktien vieles auch bei Qualitätsaktien, wie beispielsweise auch mal Johnson & Johnson, noch deutlich stärker aus. Das heißt, dass wenn man sich jetzt hier Aktien anschaut und die dann Qualitätsaktien quasi festgestellt hat und die dann hier kann man die in seine Watchlist aufnehmen, das funktioniert ja schon wunderbar und sehr lange. Allerdings müsste man regelmäßig schauen, falls der Preis eine entscheidende Rolle spielt für das Investment bzw. für den Kauf. Oder weil man den Kauf einfach noch aufgeschoben hat, weil die Aktie noch zu teuer war, überbewertet war, anhand dieser Analyse hier. Da musste man sich selbst darum kümmern, sich zu informieren, wenn die Aktie gefallen ist. Und wenn man es nicht getan hat, dann hat man vielleicht eine gute Einstiegschance verpasst. Und der Preisalarm, der wirkt dem jetzt entgegen. Und zwar können wir jetzt wir haben jetzt im Aktienfinder neue Spalten, die habe ich extra mal ausgeblendet, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Man kann nämlich jetzt ein Kauf- und ein Verkaufslimit direkt im Aktienfinder eingeben. Ich habe die Spalten hier vorne hingezogen. Das heißt, jetzt werden wir nochmal bei 3M bleiben und dann uns mal hier einen fairen Wert angucken. Dann sehen wir ja hier faire Werte basierend auf dem
geschätzten Geschäftsjahr, was ja bald zu Ende ist, von basierend auf dem Gewinn und Cashflow hier 168 US-Dollar, Dividende ein bisschen höher. Das heißt, wir könnten jetzt, also das sind US-Dollar, ich bewerte immer hier in den Grafiken alles auf der Heimatwährung, um Wechselkursschwankungen oder Verzerrungen durch schwankende Wechselkurse vorzubeugen. Was das soll, das wird beispielsweise bei der Dividende leicht ersichtlich. Wenn die Dividende jetzt umgerechnet werden würde in Euro, dann hätten wir nicht mehr so eine schöne Grafik hier mit einer stetigen Steigerung, sondern wir hätten mal einen Hoch und Runter. Zum Beispiel war der Dollar ja während der Finanzkrise 2009, 2008, hat er massiv an Wert verloren gegenüber dem Euro. Das heißt, die Dividende in Euro wäre hier quasi dann eingebrochen, obwohl 3M ja die Dividende weiterhin in US-Dollar gesteigert hat. Das gleiche gilt dann auch analog für die anderen Kennzahlen wie Gewinn pro Aktie, Umsatz und so weiter. Deshalb wird das hier alles in der Originalwährung immer angezeigt, in diesem Fall als US-Dollar. Ich habe aber, und das ist jetzt auch eine Neuerung, hier in Klammern dann nochmal jeweils den Euro-Wert hinten reingeschrieben, wenn es um den Fernwert der Aktie geht. Wir sehen also, wir haben Fernwert der Aktie zwar, hier habe ich 168 Dollar genannt und das würde jetzt entsprechen ungefähr 147 bzw. 148, irgendwas dazwischen, Euro in diesem Fall. Sagen wir jetzt mal, wir würden dann zum Beispiel Limits setzen, also 3M wäre noch etwas hoch bewertet an diesem Beispiel bezüglich Fair Value KGV und Fair Value OCV, würden wir mal 140 Euro als Kauflimit setzen. Das heißt, wir können dann einfach hier reinklicken und können dann hier 140 Euro eingeben und bestätigen mit der Enter-Taste. Und dann ist das Ganze hier auch schon abgespeichert. Und das ist jetzt quasi unser Kauflimit. Wir könnten genauso hingehen und ein Verkaufslimit nehmen. Und wir könnten zum Beispiel sagen, wenn 240 Euro erreicht sind, dann ist die Aktie derart überbewertet, dass wir sie verkaufen würden und wieder billiger zurückkaufen wollten, wenn irgendwann wieder das Gummiband quasi zurückschnallst und die Aktie wieder im Wert fällt. Wir hatten ja schon 240 Euro mal erreicht gehabt. Dollar, Euro. Moment. Also 258 US-Dollar hatten wir schon erreicht gehabt, 240 Euro dann nicht ganz. Wenn wir jetzt hingehen und nur zur Demonstration hier 170 Euro als Kauflimit festlegen würden, dann wäre das ja bereits erreicht, weil der Kurs ist ja bei 167 Euro. Und wenn wir jetzt wieder Enter drücken, dann sehen wir, dass es jetzt hier grün wird. Das heißt, das Kauflimit ist erreicht. Und wir können jetzt auch noch, nur damit es ein bisschen klarer wird, hier nochmal ein Verkaufslimit, das erreicht worden ist, machen. Das wären dann hier die 15 Euro in dem Beispiel. Und das Nette ist jetzt, man hat hier schon mal quasi als Art Notiz hinterlegt, welches die Kauf- und die Verkaufskurse sind für die eigenen Wunschaktien. Das müsste man ja, wenn man mal eine Bewertung gemacht hat, sich ja irgendwie merken. Ansonsten muss man das ja jedes Mal quasi neu feststellen. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass man jetzt sich einen Preisalarm zuschicken kann. Das ist ein kleiner Bericht, in dem die Aktien aufgeführt werden, deren Limits unterschritten sind, wie in diesem Beispiel 3M, also deren Kauflimits quasi unterschritten sind oder deren Verkaufslimits überschritten sind. Das wird dann hier bei ABB der Fall. Und das zeige ich jetzt mal, wie das aussieht. Man kann hier ein Häkchen setzen. Am Anfang ist das Häkchen nicht gesetzt. Wir sind ja in Deutschland, da muss man ja allem zustimmen. Also man kann hier ein Häkchen setzen bei Preisalarm. Und wenn man das dann speichert entsprechend, dann bekommt man einmal abends diesen Bericht zugeschickt. Das passiert nach Börsenschluss der europäischen und amerikanischen Börsen. Das heißt, wenn quasi die Kurse der Aktien, die uns am meisten interessieren, quasi feststehen für den Tag. Man kann sich den Bericht auch sofort zuschicken lassen. Wenn man hier auf Senden drückt, dann wird der Preisalarm sofort versendet, wird also nicht gewartet, bis es spät abends ist. Und ich zeige mal, wie der aussieht. Und hier ist er und hier sehen wir jetzt eben 3M und ABB, jeweils eine Aktie. Wir haben hier quasi die Kaufkandidaten und hier die Verkaufskandidaten und hier sehen wir eben, dass wir unser Limit hatten bei 160 Euro oder haben, dass der aktuelle Kurs 167 Euro beträgt. Wir sind 1,8% unter dem Limit, was also 0,09% und das ist der Kursgewinn des aktuellen Tages
fast unverändert. 3M ist ganz leicht gesunken. Und bei den Verkaufskandidaten analog. Wir haben das Verkaufslimit, wir haben den aktuellen Kurs. Wir sind schon 10% gut über dem Limit. Und die Aktie ist heute weiter gestiegen, knapp 3%. Und mit diesen Angaben kann man dann entsprechend am nächsten Tag, hat man ja dann die Mail in seinem Postfach und kann dann entsprechend aktiv werden, wenn man denn möchte. Und so ist, denke ich, das Problem der vergebenen Chancen gelöst, dass man, weil es ist ja nicht die Hauptbeschäftigung von jedem, den Börsenverlauf tagtäglich zu verfolgen. Und die verpassten Gelegenheiten sollten so der Vergangenheit angehören. Und das Ganze natürlich noch verbunden mit einer massiven Zeitersparnis, weil man nicht mehr aktiv nachschauen muss. Sogar wenn es einem Spaß macht, muss man es nicht mehr tun, sondern sich einfach ganz bequem benachrichtigen lassen. So, das wäre dann der Preisalarm gewesen. Es findet sich auch noch eine kleine Doku hier im Handbuch, kann ich noch zeigen. Hier unter Preisalarm, da steht dann nochmal das Wesentliche drin, wie das funktioniert. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.